So, Leute, das war ja was. Ich bin jetzt gefrustet, deswegen kommt eine Runde Odin. Heute ist der Tag der Videos. Magic Mirror Deluxe, ihr habt es vielleicht gesehen. Tausende Euros verzockt. Einmal Freispiele, kam Huni zurück. Hab vergessen. Das ist halt, ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist davor. Rasputin. Heute ist der Tag der Videos. Ich mache eins nach dem anderen. Auch wenn es vielen nicht passt. Einer meiner alten Abonnenten, also eigentlich ein treuer Abonnent von mir von früher, meinte, ich soll doch mal aufhören mit dem Quatsch. Oh, dazu kann ich nur sagen, ja, ihr müsst es ehrlich sehen, ja, ich zwinge euch ja nicht, ne? Wenn ihr da keinen Bock mehr drauf habt, ne, ihr könnt ja deabonnieren. Ich sehe das ja, ich habe ja auch schon mindestens 100 Leute deabonniert, seitdem ich keine Videos mehr bringe, beziehungsweise diese App-Videos. Ich kann ja mir keinen Automaten aus dem Arsch schnitzen, ne? Ich habe das ja schon 100 Mal erklärt. Warum, wieso, weshalb, das kennen die Leute mittlerweile auch, die meisten jetzt schon kennen die Gründe. Ne, es ist halt scheiße gelaufen, ich kann da ja nichts für. Ne? Ich habe da einfach keinen Bock. Wenn das Ding 100 Euro kosten würde, ich hätte ein ganzes Zimmer voll, wäre kein Problem. Wenn ich irgendwen kennen würde, der sich damit auskennt, ja, alles klar. Ne, der mir auch das Ding reparieren kann und bla. Aber damals habe ich da so einen Kasper gehabt, der konnte gar nichts. Der stand nur die ganze Zeit in meinem Zimmer rum, habe mir noch Geld abgeknöpft und das Ding war trotzdem kaputt. So, im zweiten Mal war das ein Händler, der damit geworben hat, wie toll und neu und modern seine ganzen Geräte sind. Dann kam das Ding an, dann ging das Kabel schon mal nicht. Da musste ich mein altes Kabel nehmen, da war sein Kabel durchgeschmort, da habe ich fast einen tödlichen Stromschlag gekriegt an dem Ding. Dann, ja, war ein 2-Euro-Ding da zum Auszahlen, war auch schon wieder defekt, wie immer an den Dingern, weil 2 Euro eben häufigstens ausgezahlt wird. Und nach 2 Monaten, sprich 4 Stunden Volllaufzeit, ging der Monitor kaputt. Was soll ich denn da sagen? Ich kann ja auch nicht mal ersetzen, weil man nicht mal weiß, woran es liegt. Hätte ich mir einen neuen Monitor gekauft. Aber selbst die Monitore, neu in Anführungsstrichen, gebraucht, kosten ja auch schon 100, 200 Euro. So, und dann baue ich den nachher ein, da mit 100.000 Kabeln, wo natürlich keine Kabel bei sind. Und dann liegt das nachher nicht daran. So, also muss ich das Scheißding verkaufen. Ihr kennt ja den Biss. Das ist ja nun mal leider so. Jetzt, wenn ich jetzt einen dritten kaufe, ne? Wie gesagt, da muss erstmal eine Spedition liefern, weil da kommt keiner ins Haus. Ich kann da nicht hinfahren und er hat kein Auto und würde es auch sowieso nicht machen, dass hier in der Nähe wäre. Und wenn ich das Ding herbestelle, dann muss ich jetzt erstmal wieder in die Wohnung hieven. Dann steht das Scheißding da, nimmt mega viel Platz weg. Frisst Strom ohne Ende. Wenn ich das Ding eine Stunde laufen habe, ist das so, wie als würde ich 5-mal am Tag baden. Und das ist einfach, ja, einfach scheiße. So, dann machst du ein Video, dann läuft das, du hast Spaß an der ganzen Sache und platzt das Ding da wieder aus allen Nähten und geht kaputt. Ne? Deswegen ist ja der Grund, warum ich kein Automat habe. Ne? Einfach zu viel Umkosten. Ne? Du investiert in die ganze Scheiße. Und so ist das halt, das ist halt der Grund halt, ne? Geht ja nicht anders. Ich möchte halt eben Videos machen. Ich habe halt den Kanal. Ich mache jetzt hier das. Heute Abend mache ich wieder auf der Switch. Da geht's los mit Mario Party 3. Ne? Einfach Lust drauf, ne? Worauf ich Bock habe und das lade ich hoch. Ist halt nicht mehr wie früher, wo es eben diese Videos. Das geht ja nicht anders. Ich kann es ja nicht anders machen. Ich kann nur von der App spielen. Für mich ist es gar kein großer Unterschied, ob ich jetzt hier auf das Smartphone-Ding oder vom Automaten sitze. Für euch ist es natürlich immer so ein Ding, aber. Weil ich eh raus bin aus diesem Spiel und denke, es ist halt, das ist natürlich ein anderes Gefühl, klar, an einem Automaten zu sitzen, aber für mich ist es, für euch sieht das jetzt halt so aus, aber für mich ist es Ärgernis, weil das Ding ist riesengroß, das piept andauernd rum, ihr müsst das andauernd aufmachen, ihr müsst das Geld rausnehmen, ne, das ist total nervig, das nervt eher, das ist ja keine Entspannung, wenn ich da vorm Kasten stehe und nach jeder Stunde muss ich da auszahlen wie so ein Bekloppter, bitte Geldschein entnehmen, bitte Geldschein entnehmen. Dann hakt der Geldschein, dann hakt die Münzen, dann muss ich das ausmachen, dann wieder hochfahren. Da dauert das 5 Minuten, bis er hochgefahren ist. Das ist ja alles scheiße. Und wenn ich dann nicht mal einen habe mit Aufladetrick, wo ja immer alle meinen, ach, ist doch nicht schlimm, ist doch realistischer, wenn kein Aufladetrick ist. Ja, dann kriege ich 20 Euro in einer halben Stunde aufgeladen und kann halt nur auf 10 Cent spielen. Und wenn ich auf 2 Euro drehe, dann ist das in 10 Sekunden weg. Was ist daran realistisch? Das ist absolut scheiße und nervig. So, und das ist der Grund. Ne? Und deswegen bin ich jetzt hier auch ein bisschen so drauf, weil ich lese ja immer wieder jetzt die Kommentare in letzter Zeit. Ja, ist halt so, ne? Dann müsst ihr halt, wenn euch das nicht passt, ne? Müsst ihr es nicht schauen, deabonniert, mir ist das egal. Ne? Ich kann da ja nichts für. Ne?
Das habt ihr erst 1 Million Mal erklärt, wie das gelaufen ist. Da kann ich ja nichts für. Das läuft nun mal einfach so. Jetzt kommt hier auch, kommt auch nichts mehr. Die einzige Möglichkeit ist, wenn es irgendwie einen Automaten mal hinterhergeschmissen gibt und ich wieder Partner bin. So, wenn ich jetzt wieder Partner sein sollte und ich tatsächlich auch ein Taschengeld, muss man ja wie gesagt sagen, zurückbekomme, würde es sich in Klammern ja noch für mich lohnen. Aber so lohnt es sich ja nicht für mich, wenn ich jetzt wieder über 1000 Euro ausgebe. Strom muss ich dann auch wieder 400 bezahlen. Und bis ich dann mal ansatzweise einen 100er zurückgezahlt bekomme, das ist ja, da kann ich ja gleich in die Halle gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja für, ist ja kein Spaß, ist das ja nicht. Ne? Wer wird das schon machen? Wer wird so viel investieren? Das ist ja völliger Blödsinn. Ne? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich habe es ja, ich habe es versucht einmal. Da habe ich das nur so gemacht aus Spaß, wollte einen Automaten haben, da ging der kaputt. Und einen zweiten habe ich dann nur gekauft, weil eben die Abonnentenzahl so durch die Decke ging. Ne? Da habe ich gedacht, gut, machst es mal, vielleicht klappt das ja. Ne? Aber dass man muss ja wissen, dass die Dinger nur ein paar Tage halten. Ne? Oder ein paar Monate. Das ist ja ein absoluter Witz. Das ist ja die Verarschung pur und man will sich ja nicht andauernd verarschen lassen. Ne, leisten könnte ich mir einiges. Ne, ich habe genug Geld, also um mir das kaufen zu können, keine Ahnung. Das ist nicht das Problem. Aber man möchte ja nicht unnötig so viel Geld verschwenden. Ne, ist doch Quatsch. Das muss sich ja schon auf irgendeine Weise dann lohnen. Ja, wenn ich jetzt wieder einen Kasten habe und dann, auch es ist ja auch dieser Stressfaktor. Stell euch mal vor, ihr kauft euch dann den dritten, dann sitzt ihr davor. Und dann müsst ihr die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich hält das jetzt, hoffentlich hält das jetzt. Und dann piept der Fehler, und dann piept er da, und dann geht der Monitor wieder, und dann flackert das hier, und flackert das da, und auf einmal geht der Knopf kaputt. Ne? Das ist, ihr habt ja keinen hier, der das irgendwie mal machen kann, reparieren kann. Ne? Wenn mir so zum Beispiel so ein Knopf kaputt geht, und ich bestelle mir einen Knopf online, dann kostet das schon wieder, wer weiß, wie Geld. So, dann habe ich den Knopf, und dann passt der Knopf nicht. Dann geht das nachher nicht. Dann ist da irgendwie ein Kabel nachher kaputt gegangen. Das ist ja hochsensibel, das Ding. Das ist ja nicht wie so ein PC oder so, sondern da sind ja 5 Milliarden Mechanismen da drin. Da musst du schon Elektriker sein, um da durchzusteigen bei den Kabeln. Und dann geht das nachher nicht. So, und dann geht der Knopf nicht. Weil ich dann irgendein gewisses Kabel brauche, was da innen drin kaputt ist. Und das kommst du auch an diese Einzelteile gar nicht ran. Du weißt ja auch gar nicht genau, was da fehlt. Ne? Und das ist also, das kann man eigentlich vollkommen vergessen. Das ist absoluter Bullshit. Diese Pissautomaten, wenn man ja auch immer dazu sagen muss, das sind ja ausrangierte Teile, das heißt, die waren sowieso schon auf, die haben, da haben tausende von Leuten, haben da Stunden, Monate, Jahre lang an diesen Automaten gespielt und dann wurden sie ausrangiert und haben locker ihre Macken gehabt und dann hat das irgend so ein Hobby-Tüftler oder auch meinetwegen einer, der das beruflich macht mit einer Firma, hat dann daran rumgebastelt, 5000 Jahre, um dann dafür Geld zu kriegen. Und ja, hat er auch, ne, natürlich auch nicht die neuesten Teile reingebaut, um da zu sparen, um eben so viel Gewinn wie möglich zu machen. Und ich stehe dann da wie so ein Depp mit dem Ding. Ne? Und dann auch noch, was noch dazu kommt, das Spielepaket. Dann läuft die Batterie von dem Paket aus. Also man muss sich das wirklich mal überlegen. Man weiß dann nie, wie lange das hält. Dann kann das mal ein halbes Jahr halten, man kann da 10 Jahre halten. Man weiß nie, wie alt ist das, wie lange ist da die Lebensdauer. Es ist alles absolut Quatsch. Ne? Gut, man kann das im Menü danach gucken, wie lange das noch ungefähr geht, klar, aber wenn man es erstmal hat, meine ich jetzt, ne, dann geht das Paket nachher leer, dann musst du ein neues Paket einbauen und das reicht dann nicht, da einfach nur das aufzumachen und einen Chip dann reinzustecken und dann brauchst du auch den Chip dafür und dann brauchst du noch das dafür und noch das dafür und dann läuft das nicht und dann piep, 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 bitte piep, 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 ne, dann kriegst du halt eine absolute Krise. So, jetzt habe ich mich hier jedenfalls ausgekotzt, das war der Tag der Spiele. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss, bis dann. Okay, da wird noch gedrückt.